Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich, hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Hilfe, ich gehe unter. Na, wo gehst du denn unter, Wilma? Ich sehe überhaupt kein Wasser. Ich gehe unter in meiner vielen Arbeit. Hast du schon gesehen, wie viele Radieschen im Garten wachsen? Die muss ich alle anknabbern und dann darf ich auch gar keins übersehen. Aber wirklich kein einziges Radieschen. Jetzt beruhig dich doch mal. Du wirst das schon schaffen. Du magst doch Radieschen so gern. Hilfe, ich gehe unter. Warum denn jetzt schon wieder? Ich habe so große Angst vor den vielen, vielen schwarzen großen Vögeln. Weißt du, was die vorhaben? Die wollen mich fressen. Verstehst du? Mich, liebe Wilma, wollen die auffressen. Checkst du jetzt endlich? Ich gehe unter. Und wer holt mich da raus? Lass mich mal nachdenken. Irgendwie muss ich dir doch helfen, dass du nicht untergehst. Oh, da muss ich aber ganz, ganz schwer nachdenken. Ah, ich hab's. Du brauchst einen Rettungsring. Ich hab einen. Ich hol dir den mal. Ach, Freddy, du bist der Beste. Du hast mich gerettet. Juhu! Es ist Abend. Jesus sitzt mit seinen Freunden am See Genezareth. Sie ruhen sich aus. Auch Jesus ist sehr müde. Viele Menschen sind an diesem Tag zu ihm gekommen. Da sagt Jesus zu seinen Freunden: Kommt, wir fahren ans andere Ufer, da haben wir ein wenig Ruhe. Sie laufen zu einem kleinen Fischerboot und steigen hinein. Sie schnappen sich die Ruder und beginnen zu rudern. Sie fahren auf den See hinaus. Jesus ist so müde, dass er sich ein Kissen nimmt und sich hinten in das Boot zum Schlafen legt. Jesus schläft sofort ein. Es ist ein ruhiger Abend. Die Wellen plätschern leise und der Wind bläst sanft. Die Freunde lehnen sich im Boot zurück und rudern langsam weiter. Aber plötzlich ziehen Wolken auf. Erst ganz kleine, graue Wolken, aber dann werden die Wolken immer dicker und dunkler. Und der Wind fängt an, fester und fester zu brausen. Die Wellen schlagen ins Boot hinein und das Wasser schlägt den Jüngern ins Gesicht. Die Jünger bekommen einen riesigen Schrecken und rudern immer schneller. So einen starken Sturm haben sie noch nie erlebt. Sie beginnen vor Angst zu schreien. Da hat Petrus eine Idee. Jesus ist doch eigentlich bei uns im Boot, aber wo ist Jesus eigentlich? Alle drehen sich um und schauen in den hinteren Teil des Bootes. Da liegt Jesus und schläft. Die Freunde rütteln Jesus und schreien: Herr Jesus, merkst du nicht, was gerade passiert? Ein Sturm tobt, wir ertrinken, hilf uns, wir gehen unter. Endlich öffnet Jesus die Augen. Verwundert schaut er in die Gesichter seiner verängstigten Freunde. Er sieht sich um auf die Wellen und den Sturm, die um sie toben. Dann steht Jesus auf, stellt sich in das Boot hinein, breitet die Arme aus und ruft drohend gegen den Sturm und über die Wellen hinweg: Schweig und sei still. Auf einmal wird alles ganz still. Der Sturm ist vorbei und das Wasser ist wieder ganz ruhig. Das Schiff fährt wieder so dahin, als ob nie ein Sturm da gewesen wäre. Die Freunde sind total überrascht, was da gerade passiert ist. Sie stehen vor Jesus und staunen. Jesus fragt sie: Was ist denn mit euch los? Habt ihr vergessen, dass ich bei euch bin? Warum habt ihr denn solche Angst? Ich bin doch bei euch im Boot. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Die Freunde sehen einander an und können immer noch nichts sagen. Sie flüstern dann einander erschrocken zu: Was ist denn das für ein Mann? Ihm gehorchen sogar Wind und Wellen. Erstaunt und voller Bewunderung
knien sie vor Jesus nieder. Sag mal, Kinder, seid ihr schon mal mit einem Boot gefahren? Ja, mit einem Drehboot. Echt? Okay. Also ich bin auch schon mal mit einem Drehboot gefahren. Okay, cool. Und ich auch. Du auch, Elias? Super. Ja, und wie war das Wetter damals, wo ihr mit dem Boot gefahren seid? Da das war Sommer und es war warm. Sehr warm. Ja, warm, okay. Und eine Wolke und ein Wetter. Bei dir war eine Wolke und ein Wind. Okay. Und ein Wetter auch. Ja, würdet ihr euch bei so einem Sturm wie Petrus und Jesus und die Jünger das jetzt gerade erlebt haben, würdet ihr euch da auch Boot fahren drauf? Nein. Nee? Warum nicht? Weil nicht, dass ich da untertauche, weil ich kann mit Sachen nicht schwimmen. Mhm. Nur mit Badeanzug. Okay. Ja, so wenn du in der Hand fahren würdest, wärst du eklig. Ja, da trinkt man, ne? Oder hat man einfach Angst. Ja, und das Wasser ist ja eh immer schon eher. Also ich muss euch sagen, ich bin auch schon mal mit einem Boot gefahren und da hat es gebrannt. Und da hatte ich auch richtig Angst. Also ich war wirklich nachts dort, das war in der Nacht, da waren dann die Alarmsirenen und ich hatte wirklich Angst. Und ich denke, es gibt oft Situationen, wo man Angst im Leben hat. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt, zum Beispiel vor einer Schulaufgabe. Ja. Oder wenn einfach jetzt nach der langen Corona-Zeit die Schule wieder beginnt. Vielleicht sind auch viele ängstlich, was erwartet mich? Werden die Klassen aufgeteilt? Wie läuft das alles? Oder auch wenn aus der Familie jemand ins Krankenhaus muss. Es gibt echt verschiedene Ängste, wo viele einfach haben im Leben. Und ich wollte euch jetzt da einfach sagen, egal was für eine Angst ihr habt, Jesus steht über dieser Angst. Und ihr könnt es wirklich wie Petrus machen. Ihr könnt Jesus diese Angst sagen. Petrus hat auch gesagt, wach auf, wir haben Angst. Jesus, wo bist du? Und genauso könnt ihr es auch machen. Ihr könnt zu Jesus kommen, ihm die Angst sagen. Und er ist für euch da. Er hört euer Gebet, er hört eure Sorgen und er ist für euch da und beschützt euch und hilft euch auch dadurch. Da könnt ihr euch echt drauf verlassen. Und er hilft euch. Genau. Und jetzt hätte ich gesagt, dass wir einfach gemeinsam noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke, Jesus, dass du so mächtig bist. Also ich möchte jetzt einfach mit euch Kindern noch ein Gebet sprechen und das beten wir jetzt noch gemeinsam, okay? Danke, Jesus, dass du so mächtig bist. Danke, dass ich dir alles sagen darf. Bitte geh du mit mir in diesen Tag. Pass du auf mich auf. Sei auch bei meiner Familie und meinen Freunden. Und erinnert uns alle immer wieder daran, dass du immer bei uns bist. Amen.